Am 1. November fand im Restaurant Cube bei Mika in Schwerin ein Wirtschaftssalon statt. Das Format wurde vom Schweriner Wirtschaftsrat der CDU eingeführt. Irene Wiens als Sprecherin der Sektion Schwerin begrüßte die Gäste. Ich hoffe mir tatsächlich, dass die Leute zusammen miteinander sprechen, dass wir Neuigkeiten auch bezüglich des Themas WGS erfahren und den neuen Chef auch kennenlernen und auch das Essen genießen. Wir sind ja hier im wunderbaren Cube-Restaurant Schwerin bei Mika und viele kennen das Essen noch nicht und ich denke mal, das wird eine sehr gute Kombination werden. Zu Gast war der neue Chef der Wohnungsgesellschaft Schwerin MbH, Michael Weiger. Am 1. August trat er die Nachfolge von Ulrich Bartsch als Geschäftsführer der WGS an. Der 55-Jährige hat Immobilienwirtschaft studiert und war in den vergangenen 3 Jahren Geschäftsführer des kommunalen Wohnungsunternehmens in Neu-Ulm. Beim Wirtschaftssalon informierte er die Gäste über Neuigkeiten der WGS sowie aktuelle Trends im Immobilienmarkt. Eine Wohnung, die